Verschiedene Gegenstände aus dem Haushalt. Plastiktüte, Zahnbürste, Shampooflasche und Mehrwegplastikflasche. Alle aus Plastik. Doch jeder Gegenstand muss in unserem System auf unterschiedliche Weise entsorgt werden. Und wie werden diese Gegenstände bzw. wie wird Kunststoff überhaupt hergestellt? In diesem Video möchte ich euch den Wertstoffkreislauf von Plastik erklären. Von der Herstellung bis zur Verwendung, Entsorgung und Wiederverwertung. Kunststoffe werden größtenteils synthetisch hergestellt. Der Ausgangsstoff für die Herstellung ist Erdöl. Nach der Gewinnung auf Ölfeldern muss es in einer Ölraffinerie destilliert werden. Hier wird das schwere Rohöl in Gruppen leichterer Komponenten bzw. Fraktionen getrennt. Dabei wird Naphtha, die entscheidende Verbindung für die Produktion von Kunststoffen, gewonnen. Es wird dann zu Kunststoffgranulat weiterverarbeitet. Dieses Granulat kann dann zu den verschiedenen Produkten, wie zum Beispiel einer Plastiktüte, verarbeitet werden. Und die Entsorgung? Wie muss ich welchen Gegenstand entsorgen und was passiert dann damit? Fangen wir mit der Shampooflasche an. Mit der 1991 in Kraft getretenen Verpackungsordnung wurde die deutsche Wirtschaft verpflichtet, in Umlauf gebrachte Verpackungen nach Gebrauch zurückzunehmen und zu verwerten. Die in Deutschland tätigen Unternehmen der Lebensmittel- und Verpackungsbranche haben für die Entsorgung einen Verbund gegründet. Das duale System. Kennzeichen ist der grüne Punkt. Verpackungen, die zum dualen System gehören, wie die Shampooflasche, Joghurtbecher oder auch Nudelverpackungen, werden je nach Region über die gelbe Tonne, den gelben Sack bzw. Kunststoffcontainer entsorgt. Ziel ist, die Verpackungen in einem Wertstoffkreislauf zu halten und wieder zu verwerten. Die Verpackungen werden geschreddert und zu Pellets eingeschmolzen. Daraus können neue Kunststoffprodukte wie Parkbänke hergestellt werden. Mehrwegflaschen sind mit einem Pfeilsymbol gekennzeichnet. Sie sollen zur Wiedernutzung zur Verkaufsstelle zurückgebracht werden. Gereinigt und neu befüllt können sie wieder in Verkauf gebracht werden. Die Plastikzahnbürste gehört in den Restmüll, also in die graue Tonne. Seit in den 70ern Mülldeponien verboten wurden, wird der Restmüll in Deutschland verbrannt. Die bei der Verbrennung entstehende Energie wird für die Gewinnung von Elektrizität und Fernwärme genutzt. Die Restschlacken können im Straßenbau als Unterbau eingesetzt werden.